Vor zwei Wochen gut hat die Zirkushalle in Dornbirn eröffnet. Neben mir ist jetzt Sebastian Gehrer. Du gibst Unterricht in der Zirkushalle. Was lernen denn die Leute und Kinder da? Ja, die Kinder lernen oder die Leute allgemein können verschiedenste Zirkusdisziplinen primär hier erlernen. Also das heißt von Jonglage über Artistik, Seillaufen, Kugellaufen, Luftakrobatik, Akrobatik. Ja, ist eigentlich alles mit im Programm dabei. Klingt mega spannend. Ist es denn nur so einfach, das zu lernen? Man braucht natürlich in erster Linie Motivation. Das ist, glaube ich, somit das Wichtigste. Und ansonsten, ja, also eigentlich, wenn man mal drin ist im Flow, dann ergibt sich eins zum nächsten und dann kann man alles wunderbar erlernen. Was genau ist der Hintergrund für die Zirkushalle? Uns ging es eigentlich primär darum, dass wir endlich einen geeigneten Standort finden, um wirklich all die Sachen unter einen Hut zu kriegen. Also sprich, da geht es jetzt um Weiterbildung von, sei es Kinder, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen. Und ja, einfach auch das Thema Zirkus im Land noch ein bisschen nach vorne zu bringen. Ja. Dann hoffen wir, dass das klappt. Ich finde es super, wir machen jetzt beim Training mit einmal. Ja. Und hoffen, dass ich mich nicht so dumm anstelle. Ja, es freut mich, dass ihr mit dabei seid. Können da gleich mit einsteigen.